Somit wäre sichergestellt, dass ich mich den ganzen Vormittag nicht von meinem Platz hier bewegen muss. So wie es sein muss. Genau. Nicht bewegen. Ich hoffe, dir geht es soweit ganz gut. Ich bedanke mich für dein Check-in. Ich bedanke mich für eine sehr, sehr erfolgreiche Woche. Es hat im Großen und Ganzen alles echt gut gepasst. Ja. Gut, also wir wissen, was es jetzt gerade für Sonneneinstrahlung ist, aber es gibt die nächste Mahlzeit, beziehungsweise eigentlich jetzt so die Pre-Workout-Mahlzeit. Und zwar, mir ist aufgefallen, ich habe übrigens noch nicht mal diesen No-Strip oben. Dieser No-Strip erlaubt mir in der Nacht etwas freier durch die Nase zu atmen, weil diese Frage sicherlich tausendmal aufkommen wird. Und dementsprechend kann dann auch die Melli besser schlafen, weil ihr könnt euch vorstellen, wie das Schlafen neben jemandem ist, der keine Luft durch die Nase bekommt, nämlich ziemlich schnarchig. Bevor ich euch jetzt das Meal auch noch zeige, ganz kurz. Eine richtig geile Geschichte. Wir haben am Samstag LTS-Teamtreffen gehabt und der Peter und ich haben beide jeweils so ein Brett, ein Schneidbrett mehr oder weniger erhalten, mit einem Bild von uns beiden und dem LTS-Logo. Mega, mega, mega geil. Liebe geht raus ans gesamte LTS-Team. Ist einfach komplett irre. Und jetzt als Pre-Workout haben wir hier ein Meal mit Oats und einem Vanillepudding beziehungsweise Erdbeeren, dunkler Schokolade und etwas Süßstoff. Ja, das gibt es jetzt Pre und in rund ja, einer halben Stunde, dreiviertel Stunde werde ich mir dann auf dem Weg ins Training machen, direkt trainieren und im Anschluss dann mit dem Raffi für euch noch weiteren Educational Stuff im Gym filmen. So, Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt angekommen im Gym My Gyms, das Gym, dem besten Gym der Welt in Wien. Und wir starten direkt in die Unterkörpereinheit. Heute stehen Hatfield Squats am Programm. Davor allerdings die Priority, und zwar Hamstrings. Ja? Das heißt, wir gehen mal jetzt erst rein mit Biceps Curls, gehen über zu Hamstrings und dann kommt eigentlich so die eigentliche Hauptportion des heutigen Trainings, nämlich die Hatfield-Beuge und eine Single Leg Press an der Gym 80 unten. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich die Schnell Leg Press rausnehme und die Gym 80 Single Leg Press reinnehme, ja, weil die Schnell Leg Press mir einfach zentral nervös so dermaßen aus dem Leben schießt. Und da Quads derzeit sowieso überhaupt keine Priorität sind, habe ich mir gedacht, okay, gehen wir jetzt rein mit der Gym 80 Single Leg Press, weil die einfach, wie gesagt, zentral nervös, weniger mündig ist und trotzdem einen hohen lokalen Stimulus mit sich bringt. Ja. Wir starten jetzt einfach rein, ich nehme euch mit mittels Voice-Over und ja, gehen wir mal ins Training. Bizeps, Hamstrings, Quads. Und somit herzlich willkommen zu diesem heutigen Trainings-Voice-Over. Ich habe jetzt natürlich die Speicherkarte genommen, habe die Videos rübergezogen und gleich geschnitten und dementsprechend spreche ich jetzt da ein wenig was zu meiner heutigen, ja tatsächlich heutigen Trainingseinheit. Wir haben mit Dumbbell Hammer Curls begonnen in einer Single Arm Ausführung und warum ich generell für so Dumbbell Curls Single Arm Ausführungen bevorzuge, ist einfach nur die Tatsache, dass sie den Körper viel besser alignen kann, um somit ordentlich Spannung auf mein Bizeps zu bringen. Ja. Also hier in der Single-Arm-Variante sehr, 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 sehr coole Sache. Curl-Bewegung, neutraler Griff, Hammergriff, obviously. Und hier dann drei Sätze gleich am Anfang des Unterkörpertrainings geballert. Ja, finde ich sehr, sehr geil. Ist eine meiner Lieblingsbizepsübungen und bildet gemeinsam mit einer Preacher Curl Variation und einer Cable Curl Variation so die Basis meines Bizeps Trainings. Separates Video zum Thema Bizeps Training wird dann eh noch folgen. Ja, das habe ich nämlich auch heute mit Raffi aufgenommen. Ja. Dann haben wir hier ein Single Leg Standing Leg Curl. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt vom Bizeps-Training zum Bein-Bizeps-Training. Hoho, wer hätte es gedacht. So,
Wir haben jetzt hier ein Standing Leg Curl und was ihr später noch sehen werdet, wird ein Seated Leg Curl sein. Das heißt, ihr macht hier einmal die verkürzte Position der Hamstrings betont und dann in weiterer Folge die gedehnte Position mit dem Seated Leg Curl. Ja, sehr, 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 sehr coole Geschichte. Hier sehe ich ganz oft Fehler. Ja, Fehler im Hinblick auf die Muskelkontraktion, die wir jetzt eigentlich haben wollen bei der Übung. Fehler im Hinblick auf Kompensationsbewegungen und was mir hier sehr, sehr wichtig ist, ist einfach Becken- und Rumpfstabilität. Ja? Also ihr seht, der Rumpf bleibt hier wirklich leicht angespannt. Ich crunche ein bisschen down und stelle somit sicher, dass das Becken nicht nach vorne kippt, wenn ich jetzt ans Ende der Bewegung komme. Ja? Ich schaue auch, dass ich den Leg Curl nicht zu weit durchführe, ja? Sondern dass ich hier wirklich im Bereich der aktiven Range of Motion für meine Beinbeuger bleibe. Und dann passt das eigentlich dahingehend sehr, 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 sehr gut, muss man sagen. Ja, dann passt das eigentlich sehr, 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 sehr gut. Ja, auch hier von der Seite sieht man relativ cool, dass wir hier eine neutrale Wirbelsäulenposition haben, beziehungsweise einfach diesen leichten Crunch im Rumpfbereich, ja, um einfach, wie gesagt, das Becken zu stabilisieren. Und das ist dann eine feine Sache. Dann sind wir beim Seated Leg Curl. Und wie gesagt, im Gegensatz jetzt zum Standing Leg Curl haben wir hier die Möglichkeit, die gedehnte Position der Beinbeuger noch ein bisschen zu betonen. Ja, einfach weil wir aus einer Hüftbeugung heraus arbeiten und der Kniebeugung aus dieser Hüftbeuge oder mit einer Hüftbeugung in weiterer Folge machen. Das heißt hier sehr, sehr coole Sache. Seated Leg Curl, definitiv eine wahnsinnig coole Übung, die man implementiert haben sollte, wenn man eine gute Maschine dafür hat. Ja. Hier schaue ich jetzt nicht unbedingt, dass ich einen Shortened oder einen Lengthened Hold mache, ja, sondern ich schaue einfach, wie sich die Bewegung anfühlt und adjustiere von da an weg. Also ich schaue das ein bisschen autoregulativ und kann dieser Maschine sehr gut Stabilität abgewinnen. Schau hier, dass sie Druck ausübt mit meinen Armen in das Pad hinein, dass sie hier mein unteren Rücken fest in dieses Rückenpad presse und hier wirklich, wie gesagt, schau, dass der internale Stimulus für meine Beinbeuger hoch ist. Ich habe auf der Maschine bereits Stack plus 20. Waren Stack plus 20? Ich glaube, es waren Stack plus 20 Kilo bewegt. Und es war halt unmenschlich, ja, schwer. Es war sicherlich auch stimulativ, aber ich habe so das Gefühl, der lokale Stimulus ist so um einiges höher. Gut, dann sind wir beim ersten Main Quad Compound des heutigen Tages und das ist jetzt der Hatfield Squat. Ja, ich bin von der Safety Bar Beuge weg, einfach weil es mir quadrizepstechnisch nicht den erwünschten Stimulus gebracht hat. Und ihr aber trotzdem ein Safety Bar Beuge Pattern drin haben will, einfach für den Fall, dass sie wieder zu Hause trainieren muss. Ja. Das heißt, hier die Hatfield Beuge ist weiterhin weiterhin ein fester Bestandteil meines Trainingsregimes. Ja. Und wird jetzt, wie gesagt, hier in dem Gym-Setting durchgeführt, hier mit einer Heel Elevation. Und ich habe hier einfach die Möglichkeit, ein sehr stabiles Setup zu kreieren, auch mit der Stange vorne, die Knie weit über die Fußspitze zu schieben, mit meinem mörderlangen Oberschenkel. Schaut mal an, wie lang meine Oberschenkel sind. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja nicht mehr normal. Ja. Und ja, habe somit hier ein sehr, sehr gutes Setting für eine stimulative Hatfield Beuge. Ja, hier mit zwei Sätze gemacht. Ihr seht hier den Top-Satz unter Anführungszeichen mit 7 Reps. War jetzt aber noch 1 bis 2 Reps in Reserve. Und hier haben wir dann den Back-Off und da war es auch 1 bis 2 Reps in Reserve. Schau, dass ich hier wirklich kontinuierlich bleibe. Schau, dass ich gut im Tempo bleibe. Ich bekomme eine langsame Exzentrik, ja, weil die Knie doch sehr weit nach vorne geschoben werden und ihm erstmal an diese Positionierung unter der Hantel gewöhnen muss. Ja. Aber ich bin jetzt schon eigentlich ein Riesenfan davon, ja. Nur hoffen eben, wie gesagt, dass meine Knie mit diesem brutalen Stimulus klarkommen und da einfach gut mithalten können. Ja, das wäre mir wichtig, weil sie jetzt doch durch die Safety Bar Beuge und so weiter und so fort und natürlich auch die Hack am anderen Trainingstag ordentlich Spannung im Bereich der Kniegelenke aufgebaut hat. Ja, aber das werden wir uns einfach dann anschauen. Bin da eigentlich, wie gesagt, jetzt mit der Ausführung relativ happy. Hier habe ich noch eine Intraset-Pause gemacht. Habe dann, glaube ich, noch eine oder zwei Reps gemacht. Entschuldigung. Wow, müde von der Trainingseinheit. Perfekt. Und sind wir dann hier übergegangen zur Single Leg Press. Ja, ich habe die Schnell Leg Press rausgegeben, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie
zwar lokal stimulativ war, ja, schön und gut, aber einfach die systemische Belastung für meinen gesamten Körper viel zu hoch war. Also halt wirklich viel zu hoch. Ja, also ich bin aus der Leg Press raus, aus der Schnell, und habe mir gedacht, was passiert eigentlich so? Ja, also gerade, dass ich nicht ohnmächtig geworden bin. Aber gut, das heißt, Stimulus war da, systemischer Stimulus war, also man könnte meinen, die Stimulus-Fatigue-Ratio war ein bisschen off. Ja, aber gut. Hier Single Leg Press Variante an der Gym 80 Beinpresse, finde ich sehr, sehr cool. Mag diese Übung, habe sie schon längere Zeit nicht mehr im Plan gehabt, aber ich finde die Beinpresse echt nice. Man kann sie gut positionieren, man kann diese Beinpresse gut auf die körpereigenen Proportionen so einstellen, was ich sehr, sehr geil finde. Und ja, da heißt jetzt einfach dabei bleiben. Steigern und alles rausholen. Ja, ist eher ein bisschen Gluteus dominant, obwohl ich mich darauf konzentriere, trotzdem stark aus dem Quadrizeps zu arbeiten und dann relativ spitzen Kniewinkel hinzubekommen. Ja, hat ein leicht angepasstes Widerstandsprofil. Das heißt, hier haben wir mit der Hatfield-Borge eigentlich eine Übung an der Hand, die eine Spitzenkontraktion in der untersten Position mit sich bringt. Dann haben wir hier die Gym 80 Beinpresse, die ein leicht angepasstes Widerstandsprofil hat, einfach weil der Drehpunkt oben ist. Ja, dadurch entfernt sich das Gewicht mit zunehmender Range of Motion vom Drehpunkt und wie gesagt, der Widerstand steigt an. Und dann haben wir hier nochmal die Leg Extension, die jetzt in dieser Ausführung in der gedehnten Position am schwersten ist, aber dann trotzdem natürlich voller Fokus, der bei der auf der verkürzten Position liegt, weil die Leg Extension die einzige Übung ist, die wir jetzt so drinnen haben, die voll verkürzte Position vom Quadrizeps beanspruchen kann, weil wir einfach aus einer hüftgebeugten Position eine Kniestreckung durchführen. Ja? Hier also Rectus Femoris vollkommen verkürzen. Ich mache das jetzt gar nicht mal mit Pause oben, weil an diesem Punkt im Training komme ich immer so gescheit in die verkürzte Position rein. Dementsprechend lege ich hier einfach auf eine kontinuierliche Ausführung Wert und schaue, dass ich ans Muskelversagen mit ein paar partiellen Wiederholungen gehe. So, meine Damen und Herren, der Bart ist von der Maske ganz zerstört. Auf jeden Fall war es deswegen relativ gut. Ich habe jetzt am Ende noch 3 Sätze Bauch gemacht an der GHR, beziehungsweise waren es eigentlich 4 Sätze. Letzter so ein bisschen Rest-Pause-Deal und habe jetzt mit Micha ein bisschen gepostet. Jetzt gibt es Essen und dann werde ich mit Raffi Videos aufnehmen für euch. Heute ein Video, was eher so in die Richtung Beintraining geht, ein Video, was eher in Richtung Armtraining geht, ganz interessant. Und ja, diese Videos, also steckt halt mega viel Arbeit drin, natürlich auch finanzielle Mittel. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, wenn ihr einerseits sicherlich diese Videos hier, andererseits die edukationalen Videos in eure Story reinpostet oder generell einfach kommentiert und einfach supportet. Ja, das ist mega, mega cool. Ansonsten, wie gesagt, jetzt mal was essen und that's it. Okay, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Also ich bin zu Hause angekommen, nicht wir. Und wir haben jetzt die nächste Mahlzeit am Start. Das Training war mega, mega, mega gut. Das filme ich danach auch. Ihr könnt gespannt sein auf die Videos, die jetzt folgen werden. Ja, wie gesagt, Support dahingehend unfassbar wichtig. Und ich werde das Video auch an dieser Stelle schon beenden. Wir haben hier noch Chicken Rice, Fisolen und... Perfekt. Zwar da cool, ja. Wir haben hier als
Post-Post-Workout-Meal nach Chicken, Rice, Fisolen mit Sriracha-Soße und hier hinten haben wir noch Beeren mit Cottage Cheese. Ja, genau. Das ist jetzt Post-Post-Workout und später gibt es noch ein Meal. Dann war es das auch schon. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann jederzeit gerne fragen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Ja, zeigt Support und wünsche euch alles, alles Gute. Bis bald. Gebt's Gas. Peace. Und gute Nacht.